Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Mittwoch. Ich habe die Jungs gerade in den Kindergarten gebracht. Wir haben kurz vor 8. Leute, die Jungs sind einfach um 5:45 oder sowas wach gewesen. Ich muss echt sagen, wenn die dann wach sind und spielen, dann bin ich auch immer wach. Also ich bin dann zwar, ich liege zwar noch so ein bisschen, habe auch manchmal die Augen zu, manchmal gehe ich auch direkt runter und fange an zu arbeiten. Aber heute, ich war dann auf jeden Fall direkt wach und jetzt gerade merke ich es extrem. Ich bin todmüde. Ich bin richtig, richtig müde. Super. Naja, ich habe, Lara ist um 6:45 wach gewesen. Und normalerweise kriegt sie dann eine Flasche. Also die letzte Zeit war es, ist jetzt echt schon eine Zeit lang so, dass sie um 7 wach wird, sie eine Flasche kriegt und sie dann nochmal bis 9 schläft. Also sie schläft dann nochmal so 2, 2,5 Stunden. Ja, so 9, 9:30 Uhr. Und jetzt habe ich sie mal aus ihrem Rhythmus gebracht, was mir super leid tut, aber sonst hätte das alles nicht funktioniert heute. Und zwar habe ich sie dann um 7, habe ich ihr zwar die Flasche gegeben, aber sie dann wach gehalten. Also ich lag dann unten mit ihr auf der Couch und die Jungs um sie herum und sie war dann halt auch wirklich wach. Und ich habe sie jetzt vor 5 Minuten, bevor ich losgegangen bin, hingelegt, dass sie jetzt nochmal ihre 2 Stunden schläft. Genau, von, also jetzt 8, 9, 10, jetzt sie so um 9:45 ungefähr wecken. Es sei denn, sie wacht schon früher auf, was ich aber nicht glaube. Und dann werde ich ihr nochmal frisch eine Flasche geben. Die wird sie wahrscheinlich nicht leer trinken, aber es ist genau wie beim letzten Mal. Wir haben 10:35 Uhr den Termin bei der Osteopathin heute und sie soll halt wirklich in Ruhe zu Hause trinken und dann die halbe Stunde nochmal so, ja, Zeit zum Verdauen sozusagen haben, dass ihr nicht da direkt rumgedrückt wird. Und ja, dass sie dann sozusagen, wenn wir dort sind, ausgeschlafen ist und frisch gegessen hat. Ja, das ist der Plan und hat eigentlich jetzt ganz gut funktioniert, dass sie eine Stunde wach war und jetzt mal gucken, ob sie jetzt direkt eingeschlafen ist oder ob sie noch ein bisschen wach ist oder wie auch immer der Plan ist. Aber sie wird auf jeden Fall, denke ich, nochmal einschlafen. Genau. Ja, und dann gehen wir ja später zur Osteopathin. Ich werde jetzt die nächsten 2 Stunden arbeiten. Beziehungsweise gleich erst einmal, nee, ich werde noch nicht frühstücken, ist noch ein bisschen früh, aber bevor wir gehen, auf jeden Fall frühstücken. Und ja, dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf den heutigen Termin. Ich habe heute Morgen auch mal ein bisschen nach Taufkleidern geguckt, mir ist nämlich bewusst geworden. Das Ding ist, wenn man Taufkleider online bestellt bei Temu, Shein, Amazon, wie auch immer, einfach irgendwo, wo man mal so eine Auswahl bestellen kann, hat man ja schon eine gewisse Lieferzeit. Und wenn ich das nach dem Urlaub mache, ich kann es noch nach dem Urlaub machen, aber es würde eine knackige Angelegenheit werden. Vor allen Dingen, wenn es dann Kleider sind, die doch nicht irgendwie so sind, wie man sich das vorgestellt hat. Ich habe es jetzt bei meiner Schwester gesehen. Die hat vor ein paar Tagen eine Lieferung bekommen von Shein mit Kleidern. Und die waren alle nicht passend. Das eine war zu schlicht, das andere war zu groß, das andere dies, das andere das. Also das ist wirklich so eine Sache, gell? Gerade mit den Größen halt. Ja. Auf jeden Fall werde ich da jetzt mal versuchen, heute eine Bestellung loszuschicken, dass ich einfach schon mal so einen groben Überblick habe, was irgendwie passend sein könnte, was nicht, was ist vielleicht dann ein schönes Kleid und ich muss es nochmal in einer anderen Größe bestellen oder vielleicht ist schon das Passende dabei oder. We will see. Ich hatte halt zwischendurch gedacht, so ich bestelle gar nichts und kaufe was in der Türkei, weil es dort ja auch immer total die tollen, schönen, pompösen, ich bin ja pompös, ich bin eine Kategorie pompös, Kleider gibt. Aber ich habe mir jetzt gedacht, so was ist, wenn du dort nichts findest? Dann ist es blöd. Dann ist es wirklich blöd. Deswegen muss ich echt jetzt schon was bestellen vor dem Urlaub. Also beziehungsweise, wenn ich jetzt bestelle, kann es sein, dass es sogar ankommt, während wir im Urlaub sind. Und wenn ich dann merke, die Sachen sind vielleicht cool, aber ich brauche nur noch mal kleiner oder größer und ich dann noch mal bestelle, dann könnte es eine knackige Angelegenheit werden.
Ist ein bisschen, ich bin ein bisschen spät dran. Boah, Leute, ich merke jetzt gerade auch beim Reden, ich könnte mich wirklich hinlegen und schlafen. Ich bin gerade richtig, richtig, richtig müde. Eklig, aber ich muss jetzt was tun, weil wir um 10:35 Uhr stehen Termin. Wir werden ungefähr 1,5 Stunden dort sein. 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, vielleicht bis um 12. Dann sind wir um 12:30 Uhr ungefähr wieder zu Hause. Dann können die Kids gerade Mittagessen hinlegen. Dann haben wir eins. Dann esse ich was zu Mittag. Und dann sind schon wieder wirklich nur ein paar Stunden, bis ich die Jungs abhole. Deswegen, und ich hatte halt vorgehabt, dass am Nachmittag, wenn wir zurück sind, dass ich oben mein Zimmer mal aufräume, weil da alles rumsteht und es absolutes Chaos ist. Ja. Ich höre mal auf zu quatschen, versuche wach zu werden. Und dann, ja, melde ich mich später wieder, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Gar nicht mehr gemeldet, ich weiß. Ich gebe euch aber auf jeden Fall noch ein Feedback zum Osteopathentermin. Wir sind nämlich danach direkt nach Hause gefahren. Ich habe Lara direkt hingelegt. Das war so 12:30 Uhr und sie hat bis eben gerade, wirklich bis 3:30 Uhr geschlafen. Richtig krass. Ich habe sie jetzt gefüttert, gewickelt und bin jetzt on the road, die Jungs vom Kindergarten abzuholen. Meine Schwester ist hier auch irgendwo unterwegs gewesen gerade und ist auch gerade auf dem Weg zum Kindergarten. Und wir wollen noch kurz in den türkischen Laden, weil ich meine Sonnenblumenkerne brauche, genau. Das ist nämlich für mich immer abends eine gute Alternative, wenn ich Lust habe, was zu snacken. Wenn es mir gar nicht so darum geht, dass ich jetzt Lust habe auf Schokolade oder auf dies oder auf das, sondern einfach Lust habe, was zu snacken, nach dem Motto, ich will einfach nur was essen, egal was. Total bescheuert. Aber ja, dann esse ich immer mal wieder einfach so eine halbe Hand, maximal Handvoll, weil dann ist man auch wirklich so fertig, so man braucht gar nicht mehr Sonnenblumenkerne, weil man ist da ja eine Zeit lang beschäftigt, die dann halt eben so zu knacken und so weiter. Und das ist dann wirklich wie so eine Beschäftigung, genau, kann man echt so sagen, weil oftmals ist es ja dieses Snacken vorm Fernseher. Man snackt und snackt und snackt und das macht man total unbewusst und auf einmal, bums, ist die Schokolade leer, die Chips sind leer oder irgendetwas anderes. Deswegen ist es eine echt gute Alternative. Und die Verpackung ist jetzt aber fast leer, nicht leer, aber fast leer. Und ja, deswegen, ach, da steht meine Schwester schon. genau, deswegen wollte ich jetzt noch mal welche holen. Ich habe gestern auch schon beim Rewe geguckt, aber ganz ehrlich, erstens hatten die gar nicht so große Packungen. Die hatten immer nur so ein bisschen was Kleines, wenn überhaupt. Also im türkischen Laden gibt es ja richtig schöne große Packungen und dann auch für einen ganz anderen Preis. Deswegen, ja. Genau. So, also ich gebe euch später nochmal ein Feedback, später oder morgen, je nachdem, wie es jetzt halt der Nachmittag verläuft, ein Feedback zum Osteopathentermin. Und ansonsten in der Zeit, wo sie jetzt geschlafen hatte, habe ich wirklich die ganze Zeit nur gearbeitet, nichts anderes gemacht. Deswegen gab es auch gar nicht großartig was zu zeigen. So, wieder daheim. Meine Schwester und der Elias sind nach Hause gelaufen, weil meine Schwester ja auch viele Einkäufe hat und der Samu ist mit mir zum türkischen Laden gelaufen. Das sind die, die ich aktuell sehr, sehr gerne mag. Sonnenblumenkerne mit ein bisschen Salz drauf. Das hat der Samu sich noch ausgesucht und er wollte unbedingt Melone haben, Leute, für 1,99 das Kilo. Aber er hat sich's gewünscht, deswegen haben wir hier mal ein bisschen was mitgenommen und das genießen wir jetzt mal. Hallo, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag. Kids in dem Kindergarten. Ich habe mich gestern das letzte Mal gemeldet, als ich die Jungs vom Kindergarten abgeholt habe, wo wir im türkischen Laden waren. Da habe ich euch die Sachen gezeigt. Danach habe ich eigentlich wie immer für die Jungs so einen Snackteller vorbereitet. Und wir haben gespielt, gechillt, ganz kurz eigentlich nur. Und dann sind sie eigentlich schon raus, meine drei Männer, um die Autobatterie wieder einzubauen. Wir haben ja so ein Ladegerät bestellt und die Autobatterie jetzt 2 Tage laden lassen. Und obwohl sie 2 Tage, fast 3 Tage geladen hat, stand da nie full. Also in der Beschreibung hieß es so und so anstöpseln und dann, wenn die voll ist, dann ist irgendwann steht dann da full und dann kann man es ja, abstöpseln.
Und es stand da die ganze Zeit nicht. Und das hatte mich schon total verunsichert, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dann haben wir uns nochmal die Anleitung durchgelesen. Es war aber alles richtig. Und dann habe ich gesagt, wir machen die jetzt einfach mal ab und bauen die ein und gucken, ob das Auto anspringt. Fertig. haben wir dann auch gemacht und das Auto ist nicht angesprungen. Also es hat noch nicht einmal, wenn man die Zündung gedreht hat, vorne was angezeigt, Lichter halt eben, ja, irgendwas. Es war so, hä, warum? Ich hatte dann auch im Internet nachgelesen, wenn man eine Autobatterie auflädt, dann dauert das zwischen 1 und 5 Stunden oder irgendwie sowas. Wenn eine Batterie komplett leer ist, kann man sie auch mal ein paar mehr Stunden dran lassen. Also anscheinend wirklich innerhalb von ein paar Stunden ist die aufgeladen. Und dann soll man halt nochmal ein bisschen mit dem Auto rumfahren, dass das alles so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, warum das so ist, dass man, wenn man rumfährt, dass die sich selber sozusagen aktiviert bzw. auflädt. Naja, auf jeden Fall. Hat nichts geklappt. Dann kam ein Nachbar noch vorbei, der sich mit Autos sehr, sehr gut auskennt und hat gemeint, komm, wir probieren mal das Auto zu überbrücken. Beziehungsweise, nee, das hatte mein Mann vorgeschlagen und er hat dann noch sein Auto, weil das die gleiche Größe ist. Man sollte ja darauf achten, im Idealfall, es geht auch anders, aber im Idealfall sollte man Autos überbrücken, die die gleiche Voltanzahl haben, also die gleiche Stärke sozusagen haben, damit man das Auto nicht überlastet oder es zu wenig ist und man es halt nicht hinbekommt sozusagen. Auf jeden Fall haben wir das Auto dann überbrückt und dann ging plötzlich vorne am Cockpit alles an, alle Lichter. Aber der Motor immer noch nicht. Und dann hat er auch ein bisschen Gas gegeben, also nochmal so einen richtigen Schub. Und dann haben wir es nochmal probiert, ging nicht. Also die Batterie ist wirklich tot. Die ist kaputt, die ist nicht mehr zu retten sozusagen. Ja, die stand, der Nachbar meinte auch halt, gerade Auto, Autos, die man fährt, sind schweineteuer. Autos, die man nicht fährt und stehen bleiben, sind noch teurer. Und es stimmt auch. Also wenn Autos stehen und nicht gefahren werden, die sind einfach unglaublich teuer, weil man wirklich dann fangen an, die Sachen kaputt zu gehen. Und die Batterie stand jetzt einfach zu lange, dass man die halt eben jetzt nicht mehr retten kann. Ja. Auf jeden Fall haben wir gestern das ganze Auto einmal ausgeräumt. Da war noch einiges drin. Unser alter Buggy war schon zum Beispiel die ganze Zeit im Kofferraum. Ich meinte zu meinem Mann so ganz ehrlich, lass ihn drinnen, bevor wir den auf dem Dachboden schleppen und den ab und zu mal brauchen und so weiter. Und das ist jetzt auch eine Zeit lang her. Wann haben wir das letzte Mal einen Buggy gebraucht? Also der Samu läuft ja jetzt schon wirklich die ganze Zeit lang, dass man eben nicht mehr mit Buggy unterwegs ist. Naja, auf jeden Fall, daran merkt man, also wir sind wirklich über ein Jahr das Auto nicht mehr gefahren. Vielleicht sogar anderthalb oder so. Also es ist wirklich, wirklich lange. So traurig. Ich habe auch wieder gestern gesehen, als ich im Auto drinne war, ist wirklich alles sauber. Nichts ist kaputt, keine Kratzer, gar nichts. Es ist alles tippitoppi. Der muss nur von außen wirklich gereinigt werden. Genau, weil sich da natürlich dann auch so angefangen haben, so Moos, so grünes Zeug setzt sich immer an den Fenstern ab, weil durch den Regen und dann trocknet es wieder und wenn dann halt mal nichts bewegt wird, dann ist es ganz normal. Das ist ein Prozess von der Natur, das kann man nicht verhindern. Auf jeden Fall haben wir dann gestern das ganze Auto ausgeräumt. Da ist jetzt wirklich alles leer, auch so Handschuhfach und so weiter. Ja, alles ist leer. Und wir haben gestern dann schon direkt eine neue Batterie bestellt, also die kommt morgen, genau, die hat jetzt 2 Tage Lieferzeit, morgen kommt die bauen wir dann ein und dann sollte aber alles funktionieren und dann können wir morgen dann zum TÜV fahren und das machen lassen und dann werde ich mal in eine Waschstraße gehen, aber in eine Selbstbedienungswaschstraße, weil das ist wirklich nichts, was man einfach nur so abspritzen kann. Da muss man wirklich schrubben. Also da muss ich wirklich irgendwie einen Schrubber, eine Zahnbürste oder irgendwas mitnehmen, dass ich hier so an den Rändern mal entlang gehen kann und das wirklich richtig, richtig sauber mache. Genau, und dann kann der Verkauf starten, weil ansonsten ist alles in Ordnung. Der Nachbar gestern hat auch so sich so ein paar Sachen im Motorraum angesehen. Öl zum Beispiel und so weiter, hat er gesagt, das ist wirklich, also alles tipptopp. Motor, das Öl hat sich noch super angefühlt, obwohl es so lange stand. Hat er gemeint, es sieht richtig gut aus. Und wir dachten ja, dass das Auto so ungefähr, also dieses Auto hier, der Nissan, der hat 75.000
Kilometer. Und wir dachten, der Polo hätte auch sowas um den Dreh, weil ich mit dem ja auch schon viel gefahren bin. Wir sind ja schon nach Bosnien runtergefahren und was weiß ich was. Also den habe ich schon damals sehr viel gefahren, aber eher so Stadt. Also das waren dann eher so diese Tuckerstrecken sozusagen. Also innerhalb der Stadt sehr viel gefahren und mit dem fahren wir ja schon viel Autobahn auch. Auf jeden Fall hat der Polo gerade einmal 46.000. Also es ist wirklich nichts. Weil der ist ja Baujahr 2014. Oh Gott, ich bin so müde. Baujahr beziehungsweise Erstzulassung war 2014. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber wie gesagt, 46.000, tipptopp, keine Unfälle, nichts. Der ist wirklich, der ist nice. Ich glaube, dass wir den sehr, sehr, sehr schnell wegkriegen. Ein Nachbar von hier hat auch Interesse an dem Auto für seine Tochter. Meine Schwester hat ein paar Freunde, die Interesse haben. Mein Mann hat Freunde, die Interesse haben. Also wir kriegen den definitiv weg. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was der ungefähr wert ist, weil ich gar keinen Plan habe. Weil ich die ganze Zeit eben den Kilometerstand brauchte. Und deswegen werde ich mal, ja, jetzt möchte ich ein bisschen durchs Internet durchschauen, vergleichbare Fahrzeuge schauen und so weiter und so fort. Oh, ich muss die ganze Zeit gehen, obwohl ich eigentlich wirklich gut geschlafen habe. Also kann ich mich nicht beklagen. Heutiger Plan. Ich hatte heute Morgen meinen Wiegetag. Ich habe wieder ein bisschen was abgenommen. Also das Gute ist, seitdem ich mich alle 2-3 Tage wiege, habe ich immer abgenommen. Es war nie so, dass ich zugenommen hatte. Das ist schon mal sehr, 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 sehr nice, auch wenn es manchmal nur ein bisschen was war, trotzdem. Aber es war jetzt wirklich nur ein bisschen was. Und es war so voll, gerade gestern, habe ich noch gar nicht berichtet, wir haben gestern so viel gemacht, es war echt Fitnessstudio hoch 100. Also meine Schwester und ich sind abends wirklich noch, ich glaube um 5.30 Uhr oder sowas hatten wir angefangen und es ging so bis 7, 7.30 Uhr. Wir haben angefangen, oben im Lager weiterzumachen. Wir hatten nämlich noch so unsere ganzen Kopfkissen, die ganzen Kissen, Dekokissen. Das wären ja unglaublich viele Dekokissen und ganz viele Hüllen. Die hatten wir noch nicht sortiert bzw. verräumt. Und ich habe dann alle Kissenbezüge abgemacht und habe dann nur die ganzen Kisseninnenhüllen haben wir in so eine große Tüte gemacht. Und die ganzen Dekokissen, die keine Hüllen hatten, die runden Kissen zum Beispiel, das habe ich dann alles in so eine riesengroße, kennt ihr von Ikea? Boah, ich muss alle 2 Minuten gehen, das macht gar keinen Sinn. Kennt ihr von Ikea diese durchsichtige XXL-Kiste, die unten sogar Rollen dran hat? Die ist wirklich riesig. Und dort habe ich dann die ganzen Kissen reingemacht, die so, ja, keine Innenleben nur sind, sondern wirkliche Dekorationskissen. Und die ganzen Kissenhüllen. Komplett voll gewesen alles. Plus ein riesengroßer XXL-Sock mit ungefähr roundabout 15 Kissen, circa, Innenleben. Die haben wir dann, das haben wir einmal gemacht. Und dann bin ich auf den Dachboden hoch und meine Schwester ist unten gewesen und ich habe ihr immer wieder, sie hat Sachen vorne hingestellt auf den Dachboden, die dann runter mussten. Kleinkrams zum Verkaufen, aber auch große Sachen, schwere Sachen. Und ich habe ihr das dann immer alles runtergegeben und sie hat es entgegengenommen und sie hat mir dann die ganzen Sachen, die auf dem Lager mussten, hochgegeben. Da waren zum Beispiel 2 Esstischstühle, 4 Stück von diesen Holzdekotischen, die aber auch was wiegen. Jede Menge Dekozeugs, diese Kissen, diese Riesen, wir haben die gar nicht hochbekommen. Die Tüte ist halb aufgerissen, weil es viel zu groß und viel zu dick war. Aber gut, wir haben es hinbekommen. Ja, das war ein Hin und Her, was ungefähr eine Stunde gedauert hat. Also es hat wirklich, wir waren da echt gut beschäftigt. Wir waren vor allen Dingen so voll schnell, weil die Mädels auf der Krabbeldecke in Malias Zimmer lagen. Also Malias Zimmer und dann ist direkt der Flur, wo wir dann halt standen. Also wir hatten die schon im Blick, aber die haben angefangen nach einer Zeit natürlich ja, ein bisschen zu quengeln und so nach dem Motto, beschäftigt euch mal mit uns. Und wir haben dann so schnell Power gegeben. Ich konnte nicht mehr, ich war so kaputt.
Und dann haben wir irgendwann aufgehört, weil die einfach wirklich dann angefangen haben, auch zu weinen. Und dann haben wir uns die Babys geschnappt und sind runter. Und da hatte mein Mann gerade für die Jungs Abendessen gemacht. Und dann haben wir kurz drüben bei uns, habe ich Lara gewickelt, weil sie eine volle Windel auch hatte. Und mein Mann ist dann mit Lara eine Runde spazieren gegangen, mit meiner Schwester und Malia zusammen und mit Rocky. Also sie musste nämlich in Gassi gehen und dann sind sie alle zusammen eine Runde laufen gegangen. Das hat so 40 Minuten, 45 Minuten gedauert. Und in der Zeit habe ich nochmal Gas gegeben. Ich bin dann nämlich hoch zu meiner Schwester ins Dekolager und habe diese riesengroße XXL-Kiste, mein Gott, bei ihr runtergetragen. Die war nicht, also die hat schon was gewogen, aber die war jetzt nicht extrem schwer oder sowas. Also man konnte sie schon heben, aber die war halt groß und unhandlich. Ich, auf jeden Fall habe ich die dann runtergetragen, bin hier unten angekommen, war völlig fertig mit meiner Welt und dann habe ich die auch nochmal hoch in mein Zimmer getragen. Ey Leute, ich war völlig fertig mit meiner Welt. Dann hatten wir noch ein paar andere Sachen, diese so Stehtische und sowas, habe ich auch dann alles zu mir hochgetragen. Und dann habe ich noch gestern endlich, ich hatte es mir ja vorgenommen, in meinem Zimmer klar Schiff gemacht. Da stand ja alles rum und ich habe jetzt alles verräumt und es hat wirklich fast alles einfach hinter meinem Schminktisch gepasst. Da ist ja eine riesengroße tote Ecke sozusagen, da ist ja nichts gewesen und da habe ich jetzt alles hingestellt. Also mega nice. Ich dachte, ich müsste noch viel mehr, dass ich dann hinter meinem Sessel und so weiter alles hinstapeln muss, aber es hat wirklich alles hinter den Schminktisch gepasst. Ich habe alles gestapelt und es ist jetzt alles da hinten in der Ecke und es sind auch nur weiße Kisten, also stört mich überhaupt nicht. Und jetzt sind wir wirklich mit dem Lager fertig. Es sind nur noch zwei Sachen da, die wir jetzt aber für die Taufe brauchen. Deswegen macht es gar keinen Sinn, die jetzt auf den Dachboden zu schleppen und die in einem Monat wieder runterzuholen. Also völlig absurd. Deswegen haben wir es jetzt erstmal so gelassen, weil das Dekolager ist gerade ein Verkaufsraum. Meine Schwester hat alle Sachen dahin getan, die sie verkaufen möchte, weil ja jetzt bald wieder Flohmarkt stattfindet. Wir sind ja leider nicht da. Wir sind im Urlaub. Richtig ätzend. Ich hätte so gerne mitgemacht, weil ich auch einiges habe, was ich verkaufen möchte. Und ja, auf jeden Fall sind da jetzt auch die ganzen Sachen vom Dekolager, die wir verkaufen möchten. Und dann private Sachen, Klamotten und was weiß ich was alles. Da steht schon einiges voll. Genau, und ja, eigentlich sind jetzt wirklich nur noch zwei Sachen da, die dann irgendwann auch auf den Dachboden kommen. Und dann sind wir, also ist der Dekolager sozusagen fertig. Die Regale werden wir jetzt auch noch online stellen zum Verkaufen. Und ja, nach und nach geht sozusagen alles online. Joa. Das habe ich eigentlich gestern oder haben wir gestern noch gemacht. Das war wirklich eine Action, muss ich echt sagen. Ich war dann völlig fertig und durchgeschwitzt bis zum geht nicht mehr. Ich bin dann direkt in die Dusche gesprungen, habe erstmal geduscht, mich fresh gemacht, umgezogen und dann bin ich runter. Achso, zwischen diesem ganzen Hin- und Hergelaufe habe ich natürlich die Jungs auch noch versorgt. Also bin dann zwischendurch mit denen Zähneputzen gewesen. Die haben sich selber umgezogen. Dann habe ich mal wieder was hochgebracht und so weiter. Also dann haben sie zum Schluss noch sehr viel Zeit gehabt, bis es 8 Uhr war. Und dann haben sie noch eine Runde gespielt. In der Zeit habe ich dann oben alles verräumt. Und als mein Mann dann da war, habe ich den Rest gemacht. Beziehungsweise zwischendurch geduscht, dann haben wir alle Kinder hingelegt und dann bin ich eigentlich gefühlt tot auf die Couch gefallen. Ich war wirklich fertig mit meiner Welt. Ja, und bei so Aktionen, wenn man sagt so, boah, richtig körperliche Arbeit, geschwitzt, gemacht, getan, da hat man natürlich die Hoffnung, dass am nächsten Tag auf der Waage das so ein bisschen zu sehen ist, logischerweise. Aber es war wirklich gar nicht so viel zu sehen tatsächlich, leider. Deswegen, ja, weiter reinhauen. Ich habe ja gestern auch, warte mal, was gab es denn gestern zum Essen? Ich habe gestern noch mal Nudeln gegessen, die Dinkelnudeln allerdings. Das waren ja die Reste. Das hatte ich mittags gegessen und danach habe ich nichts mehr gegessen. Ich hatte abends dann vom Fernseher die Sonnenblumenkerner gesnackt. Das war vielleicht eine Handvoll, vielleicht ein bisschen weniger. Also das war es gewesen. Also ich habe noch nicht mal großartig irgendwie viel gegessen, viel gesnackt oder sowas. Deswegen weiß ich gar nicht, warum das jetzt gar nicht so viel. Ich glaube, es waren nur. Jetzt muss ich gerade mal rechnen. 300 Gramm. Ja,
0,3 waren es nur auf der Waage. Also wirklich in Anführungszeichen wenig. Da hatte ich in den ersten Tagen, wo ich weitaus weniger gemacht habe, direkt mal so ein halbes Kilo abgenommen und so weiter. Also da war ich sehr traurig heute Morgen, dass es dann doch so wenig gewesen ist. Aber nun gut, egal, weil ich war ja dann auch den... Warte mal, ich war ja gestern, habe ich das alles gemacht. Und vorgestern war ich auch im Training. Also ich war im Training und gestern, also ich weiß echt nicht, warum das jetzt so wenig auf der Waage war. Vielleicht habe ich zu wenig getrunken. Ich habe die letzten Tage echt wenig getrunken. Also wenn man kann wirklich machen und tun, wenn man nicht trinkt und der Körper nicht anfangen kann, hier richtig den ganzen Shit auszuschütten und keine Ahnung was, dann ist natürlich auch Shit. Also wenn man nicht trinkt, dann nimmt man auch nicht ab. Ich muss wirklich, wirklich darauf achten, mehr zu trinken. Also ich habe vielleicht gestern 2 von meinen großen Bechern getrunken. Ich muss mal gucken, ob das ein Literbecher ist oder ob das 0,75 ist. Ich bin mir gar nicht sicher, eins von beiden. Auf jeden Fall habe ich gestern 2 Becher getrunken. Das weiß ich, weil ich den aufgefüllt hatte. Aber es ist zu wenig. Ich muss mindestens 3 bis 4 solcher Becher trinken. Ja, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist gestern alles noch gewesen und passiert. Heute, Lara ist immer noch am Schlafen und wir haben schon 8.30 Uhr. Das heißt, wenn ich jetzt in den Sport gegangen wäre, wäre sie die nächste halbe Stunde spätestens aufgewacht und das ist dann Shit für meinen Mann halt eben, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe jetzt nicht in den Sport, werde jetzt erstmal den Morgen machen hier mit ihr und so weiter und so fort. Und wenn sie dann ihre nächste Schlafphase hat, dann möchte ich in den Sport gehen. Genau. Ja, ich würde auch gerne heute meine Wimpern mal wieder dran machen, meine Haare waschen, mein einer Nagel. Ich weiß nicht genau, wann es passiert ist, aber der ist einfach abgegangen. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Also ich weiß nicht, eigentlich sind die alle toll. Also ich bin wohl irgendwie hängen geblieben oder keiner. Ich habe es, wie gesagt, nicht gemerkt. Und der ist einfach ab. Also den möchte ich auch einmal Schellack drauf machen, eine Schicht. Genau. Und dann habe ich momentan echt viele E-Mails. Also momentan kommt so viel rein, ein Hin- und Her-Geschreibe. Das ist unglaublich. Ich habe gestern immer wieder zwischendurch, wenn ich mal kurz mich hingesetzt habe zum Durchatmen, habe ich immer irgendwelche E-Mails beantwortet. Wirklich von morgens bis abends. Ich habe gestern noch irgendwelche E-Mails beantwortet um, was weiß ich, 8:30, 9:00. Genau, deswegen... Ja, da werde ich, denke ich, auch eine Zeit lang beschäftigt sein. Ich habe gestern auch noch ein Video zwischendurch geschnitten. Das war aber, bevor ich die Jungs vom Kindergarten abgeholt hatte. Ein Temo-Haul, den werde ich mir aber aufsparen für die Urlaubszeit. Für, wenn ich merke, so, okay, ich habe gerade keine Zeit zum Schneiden und habe keinen Vlog mehr vorbereitet. Oder es klappt gerade zwischendurch nicht im Urlaub oder wie auch immer, dass ich so ein, habe ich ja gesagt, dass ich so ein paar Videos im in Reserve sozusagen habe und das behalte ich mir dafür auf jeden Fall. Genau. Ja. Soweit, so gut. Ich höre mal auf zu quatschen. Jetzt habe ich schon übertrieben lange gequatscht, aber gestern war wirklich noch, ist noch so viel gewesen, so viel passiert. Da musste ich gerade mal berichten, auch gerade mit dem Auto. Ja, ihr Lieben, ich melde mich im Laufe des Tages.